Bälle verwechselt werden. War das eine Bälle? Das war eine Bälle. Sensor. Aber alles im Griff. Wir haben die Situation im Griff. Ladies and Gentlemen, ein herzliches Willkommen zurück zu Star Wars Battlefront. Meine Wenigkeit noch ein bisschen kränkeln, man hört es vielleicht, deswegen, ob das so eine gute Idee ist, sich nicht ganz hundertprozentig fit in ein Gefechtsmatch im wahrsten Sinne des Wortes zu begeben. Ja, den Modus Gefecht, den habe ich, habe mir drüber nachgedacht und mal nachgeguckt, tatsächlich wenig bis gar nicht gespielt, maximal zwei Runden bisher überhaupt. Deswegen möchte ich das jetzt mal ein bisschen nachholen, ist ja im Endeffekt nur ein klassischer Deathmatch-Modus, aber trotzdem. Ja, die Welt lebt von der Abwechslung und das Spiel startet in ein paar Sekündchen. Wir spielen auf jeden Fall im, wie heißt denn die Karte? Außenposten Beta, oder? Und auf jeden Fall auch auf der imperialen Seite. Wie heißen die nochmal? Die Eishöhlen? Die Rebellenbasis ist das. Die Rebellenbasis müsste das sein. Ja, genau, die Rebellenbasis ist das. Alles klar. Besiege die Rebellen. Na, nichts leichter als das. Ach so, ich muss ja noch Start drücken. Okay. Bin auch dabei. Hab jetzt einfach nochmal hier meine Phaser-Pistole ausgewählt. Ich brauche dann auch für so eine komische Herausforderung ein paar Kopfschüsse mit dem Ding. Naja, das Kopfschuss-Ungeheuer McRalf. Aber gut, was tut man nicht alles für Herausforderungen und ein paar zusätzliche virtuelle Credits? Gesichtet, oder? Deswegen dachte ich mir. Tja, könnte sogar ein Kopfschuss gewesen sein. War auf jeden Fall mein Kill. So, mal schön an den Kameraden hier dranbleiben, ne? Wir haben die Oberhand. Treibt das Rebellenpack zurück. Machen wir. So, Freund oder Feind? Blau ist Freund. Das war knapp. Und hier ist, glaube ich, der Spawnpunkt der Gegner. Deswegen ist nicht unbedingt die allercleverste Stelle, um jetzt hier unbedingt alleine durchzumarschieren. Ne? Die tauchen nämlich jetzt jede Sekunde hinter mir auf. Ich sehe es wieder kommen. Wir haben die Oberhand. Na gut, wenigstens haben wir die Oberhand. Ja, nee, ganz blöde Stelle. Man sollte sich ein bisschen mehr bei seinen Kameraden in der Haupthalle aufhalten. Ja, ich bin hier schon. Da kommen sie! Hier sind Munition! Alle Chance! Feuer eröffnet! Der ist gut, der ist schon tot. Der ist schon tot. Ah, da habe ich noch in Ruhe anvisieren wollen. Das würde ich jetzt auch taktisch. Eine sehr schlaue Entscheidung gewesen. So, Partnerstart. Habe ich denn Partner überhaupt dabei? Wer ist denn mein Partner? Hallo, jetzt genau. Wer ist denn mein Partner? Avark. Avark ist mein Partner. Mal gucken, was der taugt. Egal. Auf jeden Fall ist hier eine große Gruppe unterwegs. Jetzt mal blöd, dass nicht alle in eine und dieselbe Granate reinlaufen. Wie der zum Beispiel. Nee, es war keine Granate, sondern irgendwas Mächtiges. Nicht dein Ernst. Ich war hinter der Wand. Du konntest mich gar nicht treffen. Oder hat er etwa ein paar Machtfähigkeiten, von denen noch keiner etwas weiß? Und er kann um die Ecke schießen? Vielleicht werden wir es eines Tages erwarten. Der neue Held am Jedi-Himmel. So, warte mal, da kommt doch einer. So, der ist mal schon längst weiter, aber ich hätte vielleicht die Hoffnung, dass er nochmal zurückläuft oder so. Wow, shit. Fürs Imperium geopfert. Ganz schwerer Nebenverdienst hier. So, wo kommst du denn her? Achso, du kommst ja zu mir. Das ist immer so komisch, wenn Sturmtruppler in diesem Spiel keine Helme aufhaben, ja. Das ist ja wirklich ein Charakteristikum, wenn man das so nennen kann, von dem Battlefront Reboot. Also kann auch mal schnell als Bälle verwechselt werden. War das eine Bälle? Das war eine Bälle. Sensor. Aber alles im Griff. Wir haben die Situation im Griff. Wer erfasst mich? Alter! Ich war damit beschäftigt, ein Geschütz zu zerstören. Wer erfasst mich denn? So ein blöder Hund. Oh, shit! Ah, man nicht mal einen mitgenommen. Ich ziehe immer ein bisschen zu tief. Ich denke mir immer lieber ein bisschen tiefer, dann trifft der Schuss auch sicher.
Es wäre bloß viel besser, wenn er effektiver treffen würde, ne? Nämlich direkt in die Stirn. Das war meine Granate. Auch wieder so ein Camper, so ein Elender, Alter. Oh. Schon zwei Camper heute aufgebissen. Also nicht in diesem Spiel, in einem anderen Spiel noch. Hier lang gelaufen. Aber nicht sprinten. Wir haben gelernt von The Godzilla nicht sprinten. Wenn man sprintet, wird man nämlich auf dem Radar gesehen. Was macht denn ihr da? Und auf die Idee, hier Granaten einzuwerfen, kommen die bestimmt auch gleich, Jungs. Deswegen mal Vorsicht, ne? Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste und der blöde Hund da oben mit Chewies Armbrust. Dabei habe ich genau gewusst, dass er auf dem Millennium Falcon steht, der Sack. Das Wissen hat mir leider nicht gereicht. Bis überleben. Nee, warte mal, geht's denn lang? Hilfe! So, wisst ihr, wo es lang geht? Also, du siehst nicht so aus, als wenn du wüsstest. Oder? Oh, oh. Einfach mal eine Gruppe halten. Die Rebellen haben Jawohl, Oberwasser. Der läuft gegen die Wand. Und uns läuft die Zeit davon. Na gut, wenn ihr alle rennt, dann kann ich auch rennen, ne? Darauf kommt es nicht an. So. Rebellen abschauen. Wie sieht's denn aus? Huch. Tatsächlich. Mit der Granate erwischt. Ist ja ein Traum. So, das schnellere Nachladen habe ich mittlerweile nicht aufgeblickt. Blöder Sack. Blöder Sack. Da konnte ich auch nichts mehr machen, wenn ich hier im Tunnel hänge. Hat aber gut gemacht. Also, verdienter Kill. Kann ich nichts gegen sagen. Nur gegen meine eigene Unfähigkeit. So, wo muss ich denn hin? Hallo. Ah, hier. Ein gefährlicher Spawnpunkt. So, wie sieht's denn eigentlich aus? Oh, Dritter. Dritter hat natürlich nicht viel zu sagen, wenn das gegnerische Team viel besser ist. Aber man darf sich ja trotzdem mal freuen. Den wollte ich eigentlich gerade erschießen, ne? Nimmst du mir den Kill. Entschuldigung. Das war ein sehr lauter Räusperer. Hat er mich tatsächlich da noch rausgelockt. Und die Batterie des DualShock-Controllers wird bald leer. Das beruhigt mich jetzt auch nicht unbedingt. So, warte mal. Ich finde erstmal den Ausgang aus meiner eigenen Basis nicht. Wir fallen hier wie Fliegen. 92, das Spiel ist eh gleich gegen uns entschieden. Ne, läuft nicht gut fürs Imperium. Komisch, dass mich das mal nicht freuen würde oder wird. Blöder Hund da oben wieder, ne? Ich treffe ihn da oben nicht. Keine Chance. Der hockt da oben auf dem Millennium Falcon, gefühlt schon eine Stunde und keiner holt ihn da oben runter. Könnte das mal bitte einer erledigen? Aber ich habe hier nichts zu sagen. Ich habe ja hier nichts zu sagen. Und deswegen Niederlage 100 zu 76. Ein Versuch war es wert, aber ich habe jetzt auch nicht so viel für den Sieg getan mit 7 Kills. Aber bin zumindest Vierter von 10. Hey, hab schon mal schlechter gespielt. Ja, und am Ende hat das Imperium verloren. Was soll's? Ich bedanke mich an der Stelle auf jeden Fall fürs Zugucken. Würde mich riesig freuen, wenn ihr in den anderen Star Wars Battlefront Videos auch wieder am Start seid. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zugucken. Hat's euch gefallen, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Wollt ihr mehr von mir sehen, dann schaut doch zum Beispiel mal auf meinem Kanal vorbei, MacRalph Gaming. Oder noch besser, das wäre natürlich Spitzenklasse, ihr klickt da rechts unten auf mein Logo und abonniert einfach den Kanal. Dann bleibt ihr immer up to date, sobald ich was Neues hochlade. Ich freue mich wie ein Schnitzel und freue mich umso mehr, wenn wir uns dann in einem der nächsten Videos sehen und hören. Bis dahin, danke euch und tschüss. Peace.